Hallo Freunde Nacht und herzlich willkommen hier nochmal zu ziemlich später Stunde. Ich habe nochmal Lust bekommen, ein bisschen Minecraft weiterzuspielen. Und ja, nur ein Stündchen denke ich mal, werde ich noch machen, bevor ich jetzt gleich ins Bettchen gehe. Jetzt schon sehr, sehr früh hier, also 4 Uhr morgens fast. Aber ein bisschen Minecraft geht halt noch, ne? Muss gehen. Wir versuchen doch mal ein wenig den Gummibaum zu finden. Mal auf dem Weg. Inventar ist nämlich voll. Ein bisschen Lärm machen. Nein, 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 nicht den Kaktus, der brennt hier. Mal ein bisschen auf. Müssen wir später mal sortieren in Ruhe. Das haben wir auch hier. Ja, wir haben uns ja schon eine ganze Ecke hier umgesehen gehabt. Ich probiere das mal in nördlicher Richtung. Ich hoffe, dass ich da erfolgreich bin. Ist es Tag oder ist es schon Nacht und regnet nur? Oder wird gerade Nacht? Ne, es ist keine Nacht. Gut. Da sind wir zuletzt gestorben, 1000 Meter Entfernung. Das war ja unser schneller Rückweg, weil wir nicht gesturzflug sind. Mal nach, ob wir hier in nördliche Richtung eventuell mehr Glück haben. Ja, da haben wir zumindest die große Ölquelle und ein Birkenwäldchen. Glück haben die ganze Zeit umsonst gesucht haben, weil da vorne einer steht. Drückt mal die Daumen, aber ich befürchte fast, das ist ja wieder so ein Lime Tree. Ja, verdammt. Riesenölquelle. Ho-ho. Mehrere Ölquellen. Das ist echt schon erschreckend, wie viel Öl hier ist. Das sind mehrere Quellen, die sind hier nur so zwischengebunkert. Da ist so ein Ursprung. Da haben wir einen Ursprung und das Riesending da im Hintergrund ist natürlich auch noch da. Das ist doch mal krank. Boah, müssen wir uns auch Gedanken machen, mal wie wir das dann später nutzen können. Oak, Birch, Oak. Ich will doch nur Gummi haben. Ich will doch nur Gummi haben. Warum kriege ich kein Gummi? Vorne da Glück haben oder ist das das Sprucewood oder Eiche? Auch Eiche, auch eine Eiche. Dunkles Holz und relativ helle Blätter. Zumindest war es das mal, aber inzwischen bin ich wieder nicht so sicher, wie das jetzt hier ist. Ein paar Kühe nehmen wir mit. Essen, 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 essen.
Wir werden den Acker züchten. Beim Raygraph gibt es einen Autofeeder, wenn ich mich korrekt entsinne. Automatic Feeder, genau, das haben wir das. Und die Feed Station. Aus Raycraft. Damit lässt sich sehr, sehr gut. Am Anfang einen Punkt, da schmeißt man Futter rein und die Viecher drumherum können dann ordentlich zuschlagen. Ja, wir gehen weiter in die Richtung, hoffen, dass wir es hier irgendwo finden. Oder eventuell dahinter. Brauchen doch nur einmal ordentlich Rubber. Wenn wir erst einen Baum finden, dann werde ich versuchen, einen anzutappen. Also wir daher quasi schon mal ein bisschen abzwacken können. Den speichere ich mir in den Ort als Wegpunkt. Und den anderen abzubauen und mitzunehmen, in der Hoffnung, dass das dann zu Hause funktioniert. Dass wir den quasi da züchten können zu eigenem Bedarf. Neuerdings sind ja drei weibliche Gummibäume ja laufen zwischen Bedarf. Sogar Maple Leaf, ja. Maple Whoop ist aber das Falsche. Das ist Kirsche. Cherrywood. Also ein Mischwald. Wir haben einen. So, wie war das jetzt? Baum freimachen. So, als allererstes den speichern wir uns. Edit Gummi. Ja. Gold. Da. Ja. Schauen wir nach, ob wir noch einen zweiten finden. Wenn ja, nehmen wir den mit. Ich bin nur einen Meter weiter gegangen, schon finde ich den nicht mehr. Da haben wir ihn. Ja, dunkles Holz. Und es ist nicht nur ein bisschen dunkleres Holz, damit das auffällt. Wir brauchen viel Gummi. Wenn mit dem einen, wenn wir hier nicht weit kommen mit dem einen Resin. So, quasi mit dem einen Harz. Wenn wir den abbauen, dann müssen wir hoffen, dass wir dann Saplings bekommen und die anbauen können. Dann haben wir eigentlich kein Problem, wenn wir die Siblings haben. Dann können wir da Tabula Rasa machen. Quasi wie mit den Eichenbäumchen davor. Den ist ein kleinen Nachwuchsnutzwald. Genauso gnadenlos haut man dann einfach alles weg. Dann wird immer voller. Dann geht man durch und dann verarbeitet man quasi nur noch die das Holz direkt und holt da raus. Es gibt nur diesen einen Gummibaum. Das wäre ja schon echt hardcore. Das sollte erstmal für ein bisschen Futter reichen.
Rubber Tree. Wir haben noch einen gefunden, yeah. Ah, bei denen klappt das so gar nicht, okay. Ja, man sollte doch das richtige Axt nehmen. Ist hier so dicht, dass das nicht so ohne weiteres alles runterfällt, ne? Die anderen, denen die Blätter hochhalten. Noch ein bisschen mehr mit. Ein Rubber Tree Sapling, yeah! Sehr gut. Haben wir zumindest aber schon mal einen kleinen Fortschritt in dieser Beziehung gemacht. Ist ja nicht viel, gebe ich zu, aber Fortschritt ist Fortschritt. Habe ich doch noch gesehen. Ich hatte gehofft, er hat mich übersehen. Und ist auch noch einer. Aber hier komme ich jetzt richtig. Gut, sind schon mal 4 Saplings. So, 4 Resins, 17 davon und 4 Saplings. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Glück haben noch ein, zwei finden. Muss weg hier.
nächste. Und noch einer. Eier mit, wenn wir sie ja nachher auch noch irgendwie braten, kochen oder sowas. Mal schauen. Da müssen wir mal später schauen. Rüstung dabei gehabt. Slatsvi. Armor, 6 Armor, hatte aber 17 AP. Wird dann später in der Schmiede einschmelzen, oder? Flüssiges Lapis Lazuli rauskriegen. Das ist immer nur eine Idee. Hat früher nicht funktioniert. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnere. Aber ich glaube, das war mit Wasser unsere Ausbeute. Ein bisschen Kühe hier lang. Alles für das Fleisch. Da war es gleich hinter uns. Na ja, komm. Hier. Zack. Sind wir wenigstens schnell wieder zu Hause. Schmeißen wir das mal rein. So. Gummi. Erst einmal was schmelzen, kriegen wir einen daraus. Ja, im Extraktor wären wir natürlich besser dran, ne? Bei drei rauskriegen. Packs. Das ist der. Nur ein Kron. Ja. Schlafen wir erstmal. Und wir jetzt erst einmal die Zeplings an einen Nachschub bekommen. Etwas größere Fläche da. Ich glaube, die muss man ein bisschen weiter jetzt auseinandersetzen, damit die zu Bäumen wachsen können, die man auch tappen kann. Gab es, glaube ich, eine Mindestgrenze an Blättern, die die haben müssen, damit das funktioniert. Fällt mir irgendwo. Irgendwo klingelt da was im Hintergrund. Mm-hmm.
Drei Iron Plates, dafür muss ich so einen komischen Hammer basteln. Iron Furnace, dafür brauche ich auch nochmal einen Hammer, einen normalen Furnace. Für die Platten weiß ich, brauche ich einen Hammer und hier einen Engineer's Hammer. Eine andere Möglichkeit. Muss es ein Engineer's Hammer sein? Einen anderen Hammer für. Ich dachte erst, die muss man auch in den Bäumen irgendwo befestigen, ne? Da war ich mir jetzt nicht so safe. Genommen. Den Fall, dass ja gleich welche nachgewachsen sind. Die Sticks brauche ich dafür, die Seile brauche ich dafür. Vier. Fünf. So. Das hier. Und ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Hammer. Die Batterien bräuchte ich Tin Castings. Forschhammer. Genau den meinte ich eigentlich. Forschhammer. Zinn. Stein. Schon mal das eine Liedortenor. Jetzt haben wir hier natürlich das Thema, dass wir hier zwei Eisen zu kurz sind. Im Prinzip haben wir hier noch irgendwo Eisen erst drin liegen, aber haben wir alles verballert, ne? Wir schnell noch mal irgendwo zwei Eisen jetzt herholen. Gehen wir noch runter auf die Grabebene.
eine ganze Reihe Steine mit. Das kann auch nicht schaden. Für unsere Bauvorhaben brauchen wir viele Steine. Den haben wir aber schon was oben. Brauchen wir jetzt nichts mehr. Da haben wir noch Eisen. Mehr als wir brauchen, aber wir nehmen mal alles mit. Dass wir das hier zusammen zu Ende bauen. Sehr schlimm. Eisen rausholen. Zwei eingeben. Plus 4 sind dann wieder 9. 9 sind ein Block. So, ich wollte zu futtern. Ich könnte natürlich auch Eisen und Zinder reinhauen, da es keine Legierungskombination gibt, soweit ich weiß, sollte da jetzt auch sich nicht vermischen, dass man quasi nichts davon benutzen können, aber es ist ja mal ein bisschen unkontrolliert, was rauskommt, finde ich. Ich meine, es gibt da höchstwahrscheinlich eine Regel hinter, die ich nur nicht mehr im Kopf habe. So, zwei Blöcke. Also hole ich die Bar alles komplett raus und mache das dann so Stück für Stück. Da bin ich auf der sicheren Seite. Schon mal Zinn zusammen. Rein. Wie viel Zinn haben wir denn jetzt hier? 16, 18, 19, 22, 28, 28 mal 2 sind 56. 56 geteilt durch 9. Das sind 2 zu 4. Das heißt, den einen packen wir nicht mehr dran, dann haben wir 54. 54 geteilt durch 9 sind 6. Da ist komplett raus, dann können wir anfangen dann zu feuern. Das geht sogar ziemlich flott. 6 Blocks. Ha. Kühlt auch bedeutend schneller ab. Sieht aber auch nicht ganz so schick aus. Egal. Wo
probieren das mal mit dem Hammer, ob es da nicht mit auch geht. Nee, geht nicht. Weil ich das damals in Dingen ist. Dass wir den Fortschimmer brauchen. Dann machen wir mal einen Fortschimmer. Dann haben wir einen, dann wissen wir Bescheid. Immer, da haben wir es doch. Glück, und wir brauchen 4 für den Generator. Brauchen noch zwei Redstone und wir brauchen das isolierte Zinnkabel. Für das Zinnkabel brauchen wir den Cutter und ein Blech. Den Cutter machen wir mit Iron Plates und Plates können wir auch mit dem herstellen. Ja. Gerade noch mit dem. Wo ist er hin? Da ist er doch. Ja, oder war das jetzt einfach nur wieder der Bug? Mit dem geht das nicht hier. Hier muss es er sein. Gut, brauchen wir noch mal ein paar von denen. Einmal auch kurz den Hammer reparieren, wenn wir schon mal gerade dabei sind. Dafür brauchen wir so Rubber. Brenne jetzt mal genau ein von denen. Schaffen mal. War keine so schlaue Idee von mir. Haben wir schon mal den ersten Gummibaum, der gewachsen ist. Zwei Gummibäume, die gewachsen sind. Resin dran. Der hat Resin dran, sehr gut. Hier direkt ab. Setzen wir die beiden mal um. Weiter auseinander stehen. Habe. Das kann bis zu 32 EU, also Electrical Units pro Tick, ausgeben und wir verlieren 0,2 EU pro Länge.
des Kabels. Später auch noch recht wichtig hier in der Mod. Gut, da ist leer. Weil Kupferkabel sind da bedeutend besser, das angeht. So. Jetzt brauchen wir noch Redstone. Hier packen wir jetzt aber erstmal da rein, provisorisch. Was nehmen wir noch mit davon? Die Six nehmen wir mit für den Fall der Fälle, dass wir Fackeln brauchen. Auch mit. Und dann geht's wieder runter auf der Suche nach Redstone. Dafür werden wir jetzt wahrscheinlich noch weiter runter müssen, ne? Jetzt bei 30. Müssen wir nachher noch 4 rausholen. Viel Gold vor allen Dingen rausholen. Gut, aber wir haben da jetzt da. Dann gleich da wieder raufkommen. Ach verdammt, die kann das ja gar nicht. Ich muss hier ja den dicken Hammer nehmen. Alt und Obsidian. Ja, hier kommt der lustige Krempel. Ich reichen die 13 auch erstmal für das, was wir wollen. Gehen wir wieder zurück. Wir haben, was wir brauchen. Wir kommen nur verspäter wieder. Ja, die Treppe sowieso noch weiter runtergebaut, dann bis zum Bedrock. Dann holen wir uns den ganzen Krempel, der hier drin steht, auch noch raus. Krempel wieder. Dann haben wir erstmal die Alternativausbeute ein.
gehabt. Nee, aber vielleicht können wir wieder etwas raustippen. Nee, noch nicht. Kabel. Aber hier die Batterie. Wird dann auch noch lustig werden, mit Batteriepacks und den Strom zu speichern. Bisschen können wir ja, weil ein bisschen haben wir ja noch an den drei. Iron Furnace 3, Basic Machine Casing natürlich auch, aber kostet noch ein bisschen mehr. Furnace, die Batterie und die drei Eisensheets. Wir haben unseren ersten Generator. Pflanzen wir den jetzt hin, pflanzen wir jetzt hier hin. Wenn wir jetzt reingehen, dann verbrennt das und dann wird da Energie draus. 4K kann der speichern. Dann können wir jetzt theoretisch können wir jetzt mit den ersten Electrical Furnace beginnen. Um mehr Kohle zu sparen, das machen wir aber später. Erstmal wegen den Ex. Traktor gucken. Weil dann kriegen wir nämlich mehr Gummi raus. Dafür brauchen wir 4 Tree-Taps. Ein Basic Machine Case und das Ding. Nein, nicht die, das sind Alternative. Ah. Den. Dafür brauchen wir 6 isolierte Kupferkabel. Eine Eisenplatte und 2 Redstone. Redstone haben wir, uns fehlen hier die isolierte Kupfer. Noch Kupfer irgendwo barrenmäßig, blockmäßig. Sieht nicht so aus, aber wir haben viel, viel Kupfererz. Haben wir da 10, 16, 22, mal 2 sind 44. Wir haben 3 mal 8, 24. 24 sind 48. 48 dadurch 9 passt nicht. 48. 9, 18. 36 bräuchten wir. Für 36 sind 15, sind 18. Also bräuchten wir 6, die wieder zurückgehen. Für schlechte Zeiten. Machine Casing. Die Tree Tips haben wir hier noch liegen. Und dann brauchen wir noch eine Eisenplatte. Die zwei haben wir auch schon. Und dann brauchen wir jetzt nur noch die Kupferkabel, die isolierten Stück.
Glück, haben wir Glück. Noch mal ein. Da ist keiner da, ne? Doch, da ist einer versteckt. Okay. Da ist auch noch einer versteckt. Das mal lieber so. Reichen. Brauchen wir 6 Gummi. Ja. Ja, das reicht. Das reicht. Gut. Ich verrechne jetzt in 4 Blöcke Kupfer. Nur noch den Vorteil, dass wir eben das Rubber Wood einfach verballern können. Und aus den Resins mehr rauskriegen. Also ich werde die Bäume da jetzt noch nicht so massiv farmen. Werde ich mir überlegen. Wenn aus den anderen Beinen da auch mal was wachsen würde, wäre das ja schon sehr schön. Weil ich fürchte, die haben das Problem, die stehen zu nah an der Klippe dran. Dank Holzfeld. Hier machen wir uns einfach ein Kreuzfeld. So. Den beiden auch noch mal Rubber Trees wachsen. Die einen brauchen den, die anderen brauchen den. Das ist sehr spannend. Platten. Da hier. Und die 6 Kupfer. Und zack, haben wir 6 Kupferkabel. Schaltkreis, Basic Machine Case, hier dahin, so rum, ha, und dann haben wir unseren Extraktor, yeah. Wenn wir jetzt hier genug Strom drin haben, können wir daraus nämlich viel mehr Gummi machen. Und dann machen wir da mal. Hier Stück mal rein. Ja. Eine Rechnungszeit voll zu füllen. Und jetzt gibt es hier schön Rubber. Verbraucht er hier? Ja, ich kann natürlich nur Upgrades reinmachen, dann geht es nachher richtig ab, wenn das hier voll mit Upgrades ist. Nein, sonst dort ging glaube ich 9 Upgrades rein auf derselben Art und dann zieht das wie Hulle. Man zieht auch Strom wie Hulle, aber knallt auch wie Hulle. Also bei jedes Upgrade, das macht er schneller und aber gleichzeitig auch heftiger. Da, die Speed Upgrades. Wie kann die sind? Ne, das sind die falschen dann.
Ach genau, hier gibt es ja noch diese Diamond Chests und den ganzen Wahnsinn. Das Falsche. Die IC2-Upgrades nicht dabei? Das wird das gewesen sein, meine ich. Machen wir noch mal mehr, machen wir noch mal Rabatt. Da ist es doch, das Overclocker-Upgrade. Habe ich das vorhin nicht gesehen? Ich blind war. 70% Prozesszeit und dafür 170% Energie. Wenn man davon ordentlich reingehauen hat, da gehen die wirklich ab wie Schmitzkatze. Da kann man gar nicht so schnell gucken, wie das Ding hier voll wird. Aber dementsprechend geht das dann hier auch leer wie nichts. Eine schöne Geräuschkulisse dabei. Jetzt können wir uns ein bisschen mehr hier ausweiten, was Industrial Craft angeht und Stromgewinnung und damit auch Weiterverarbeitung. Erstmal räumen wir hier inventarmäßig auf. Schnappen uns unser Zeug hier. Dann graben wir hier in unserer Treppe ein bisschen weiter. Und wenn die Treppe fertig ist, fangen wir oben an, ein bisschen auszubauen. Material kann auch nicht schaden.
hier raus. Füllen das Loch mit Dreck. Ja, für so Feinarbeiten ist halt der Hammer unpraktisch. Ja, haben wir doch noch eine ganze Menge Dreck liegen. Wir es mal ein bisschen auf. Zweimal festgesteckt, könnt ihr ja rein, um das voll zu machen. Aber wir haben ja noch keine Batterie, deswegen will ich da nicht einfach so reinhauen. Weil dann geht doch. Also, der hat den erst eben voll gemacht. Okay, eine Kohle reicht ein bisschen länger aus. 10% Verlust sind eingeplant, ne? Dann fertig ist, dann fangen wir uns an, den Wohnbereich ein bisschen umzugestalten, neu zu gestalten. Die Schmiede werde ich zwar da lassen, aber das drumherum werde ich natürlich ein bisschen anpassen, sodass wir eine Wohnung bekommen und dass nicht alles so vollgeklatscht aussieht. Dann kommt die Dinger kommen dann hier mit rüber. Die Kisten werde ich versetzen, dass ich quasi hier so einen primitiven Crafting-Raum habe, wenn ich so der gegenüberliegenden Seite dann da die Schmieden habe. Hier werde ich noch ein bisschen dann Wand wegnehmen für ein Schlafzimmer.
Und solche Kleinigkeiten alles. Wir wollten noch Dreck mitnehmen, ne? Dreck, Dreck. Noch mehr Dreck. Und noch mehr Dreck. Alles mein Dreck. Egal. Krieg mal alles hin. Alles kriegt man das irgendwie wieder hin. Wie gesagt, diese Treppe wird bis runter auf den Bedrock gehen. Wo wir jetzt die eine Minenebene gemacht haben, machen wir einen kleinen Versatz rein. Und daraus dann quasi in die erste Minenebene gehen kann. Bei 30 hat man halt schon eine relativ gute Ausbeute an verschiedenen Materialien. Und dann geht es eben weiter bis runter auf den Bedrock, wo er die richtige Ausbeute lauert, auch haben möchte. Raus. Hier sind Kupfer, wir brauchen nachher en masse auch für die Kabel. Das ist nicht schlimm, wenn wir ein bisschen Kupfer mehr haben, als sie vielleicht jetzt gerade brauchen.
Scheißfackel. Ach ja, jede Menge Ressis. Jede Menge Ressis. Bodezinn. Bauxit. War auch schon mal mit. Das Ganze wieder zu. Vor uns dann hier die ganze Zeit immer angestöhnt wird. Stöhnen auf der Rückseite angeht, werden wir uns auch irgendwann mal investigativ bemühen, das mal rauszukriegen, woher das kommt. Aber ich würde fast sagen, das kommt von der Oberseite. Cobblestone nehmen. Mich jetzt. Muss den guten Cobblestone nehmen. Und es sind Bricks. Das Cobblestone. Ist das Ganze schon versiegelt? Geschlagen. Ausholen. Na, hat er die guten genommen. Egal.
Egal. Dann ist das so. Da grab ich jetzt nicht nochmal hinterher. Gleich weiter, wenn wir hier wieder repariert haben, aber erstmal verballern wir noch die Steine. Ein ganzes Stückchen hier an der Treppe weitergekommen. Da liegt natürlich noch viel Arbeit vor uns. Ordentlich sortieren in Zukunft. So, also noch einen Stapel Steine wieder nachgelegt. Hier kommen ein paar Treppen rein, 53 Stück. Ja, das wird bei weitem nicht reichen. Wir brauchen viel mehr, bis wir unten angekommen sind. Machen wir nochmal 40. Und auch neues Füllmaterial. Ja, dann sieht man hier mit. Da kommen wir auch noch Kompression zum Verballern. Kompression drin, herrlich. Können wir verknallen, Marble können wir verknallen, Andesit, Andesit, alles für Material, Limestone, Gravel, noch mehr Andesit. Cobblestone zu verbrennen. So, das kann man jetzt erstmal in Ruhe fackeln. Wir haben jetzt jede Menge Aushilfsmaterial. Seite, da weniger stark durcheinander kommen. Dann machen wir beim nächsten Mal hier unten die Treppe weiter. Und wenn wir mit der Treppe fertig sind, dann bauen wir wieder hier um. Da die Dinger liegen relativ billig zu verlegen. Das kostet mir ja nichts. Ein paar Steine davon habe ich ja jede Menge und kriege auch jede Menge wieder. Wir erweitern dann mal hier die Frontseite auf der Seite. Hier machen wir das ja mal schick. Hier kommt dann überall ein Steinboden rein. Außer jetzt hier drum, das Ding machen wir natürlich nicht kaputt, weil man da einen kritischen Stein rausschlagen, zack, ist das Lava auch weg. Können wir wieder von vorne Lava sammeln gehen. Habe ich jetzt noch keine große Lust drauf. Ja, kommt noch früh genug. Und ja. Das funktioniert. Tree-tap.
Einmal einschlagen traue ich mich, aber mehr traue ich mich, ehrlich gesagt, nicht, dass dann nachher kein Resin mehr kommt. Tages ich mal schauen. Weil der ist auch noch nicht gewachsen, ne? Nach anderen Bäumen dran. Werden wir dann noch mal ein bisschen ebnen. Das war das hier einmal schön Blätter bekommen. Wir werden auch ein bisschen Außenarbeiten dann kommen. Jetzt bauen wir alle Stück für Stück um. Alle Stück für Stück umgebaut, dass das schick wird. Ja, früher wäre das, also ohne Mob Griffin wäre das sehr, sehr gruselig, dass der so vor der Tür steht und es eventuell einmal Rums macht und alles weg ist, was man gebaut hat. Na, das passiert hier zum Glück nicht. Aber gut, an dieser Stelle machen wir Schicht für heute. Ich gehe jetzt ins Bettchen, es ist 20 nach 5. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir das in die Kommentare rein. Und wenn ihr Lust auf sowas hat und auf weitere angespielt, natürlich auch Pacific Rifle und Gas Station Simulator Teil oder was auch noch so nebenbei ein bisschen weiterläuft, dann abonniert gerne den Kanal. Das freut mich jedenfalls sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Görst.